Easy. Also herzlich willkommen zum zweiten Tag des Smart Money Bootcamps. Heute soll es mal ein bisschen darum gehen, in welche Richtung sich der Markt bewegen könnte, wie du das am besten herausfiltern kannst für dich im Endeffekt und vor allem, wie du mit Fibonacci und dem Bankenlevel extrem, extrem gut zusammenarbeiten kannst in Kombination mit Smart Money Concepts im Endeffekt. Und dafür teile ich direkt mal meinen Bildschirm. So. Und starten die Präsentation. So, Smart Money Bootcamp Tag 2, Richtung des Marktes bestimmen, Fibonacci und die Bankenlevel. Darum soll es heute gehen, weil alles schön und gut, was wir jetzt gestern gelernt haben, das war ja recht viel auf einmal. Es waren jetzt ganz viele Smart Money Concepts im Endeffekt, von der technischen Analyse her wenig Hintergrundwissen, das kommt dann in den späteren Tagen nochmal, warum eine Institutional Candle zum Beispiel so wichtig ist, was die Hintergründe einfach dahinter sind, weil das macht es dann im Endeffekt aus, dass man auch wirklich die Hintergründe dahinter versteht und nicht nur, okay, hey, das ist eine IC, fertig ist. Aber wie gesagt, heute soll es darum gehen, in welche Richtung der Markt geht, wie du das am besten bestimmen kannst. Und da sollte jetzt die erste Frage sein: Wie bestimme ich die Richtung des Marktes? Und im Endeffekt, ja, ein recht simples Szenario. Wir haben hier drei Sachen, auf die wir einfach extrem achten müssen. In erster Linie musst du deine Bias herausfiltern. Ist deine Bias bullish oder ist deine Bias bearish? Bias heißt im Endeffekt nur, wie ist der Markt für dich eingestellt? Hast du heute eine Bias für einen bullischen Trend, hast du auf Wochen-Monate-Basis aber trotzdem einen bearischen Trend. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen, ein bisschen herausfiltern. Punkt 2, wie du die Richtung des Marktes bestimmen kannst, achte ganz genau auf Smart Money Concepts. Also genau das, was wir jetzt auf dem Schaubild sehen. Das ist was, was immer und immer und immer und immer wieder vorkommt. Und vor allem Punkt 3, achte auf Liquidität im Markt. Wo liegt die Liquidität? Wo will der Markt hin? Wo sind die meisten Stop-Losses, wo ist die Mehrheit einfach vorhanden, was Stop-Losses, Pending-Orders etc. angeht? Auch das ist extrem wichtig, einfach sich vor Augen zu halten. Wenn wir uns jetzt das Schaubild hier mal angucken, ganz rechts, ja, da sehen wir einmal Mitigation Candle, IC, Imbalance und Retracement. So, wir haben hier einen ganz klaren Abwärtstrend. Ja, wir haben hier ein Lower Low gebildet, ein Higher Low und ein neues Lower Low. Was kommt als nächstes? Es muss natürlich das neue Higher Low kreiert werden. Low High, sorry. Auf jeden Fall kommt der jetzt hier hoch. Ja. Wir haben hier eine Imbalance, wir haben eine IC und wir haben eine Mitigation Candle. Die drei Sachen in Kombination ist so das Bilderbuch-Setup eigentlich für in unserem Beispiel jetzt ein Sell. Geht natürlich auch andersrum für ein Buy. Werden wir gleich aber nochmal genauer ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auch im Chart, wie das da aussieht und wie die anderen ja, Szenarien einfach aussehen für ja, die Richtung des Marktes im Endeffekt, weil wir haben mehrere Szenarien, mehrere Konzepte, die immer und immer wieder vorkommen. Die gehen wir gleich einmal komplett nochmal durch. Nummer 2 ist jetzt, wie benutze ich Fibonacci als Hilfestellung? Weil Fibonacci ist ein Tool, was extrem, extrem hilfreich ist, einfach als Confirmation on top. Ja, wir haben jetzt nochmal das Schaubild hier. Ganz normal, das sieht alles top aus. On top würde man hier jetzt noch Fibonacci anwenden. Ja. Und dafür muss man jetzt erstmal ja, Fibonacci und die Banken-Levels verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Im Endeffekt recht simpel. Fibonacci zeigt dir die Discount-Levels an. Ja, was heißt jetzt Discount-Level? Im Endeffekt sind das alles Zonen, ja, wo Banken Rabatte sehen. Es ist wie wenn ihr ein T-Shirt, habe ich auch gestern, glaube ich, erwähnt, ein T-Shirt von Nike kauft für 2 Euro. Das lasst ihr euch nicht entgegen, wenn es im Sale ist. Und genauso könnt ihr euch das hier auch vorstellen. Wenn wir, beziehungsweise so kannst du natürlich auch noch herausfiltern, bis wohin der Markt die Korrektur machen wird. Und diese Discount-Levels sind jetzt immer zwischen dem 71er, 78er und 88er Level. Wenn wir uns jetzt das Schaubild mal angucken, wir haben hier einen Aufwärtstrend, ja, eine brutale Bewegung nach unten. Wir haben unten schöne Candle, die Liquidität aus dem Markt genommen hat, mit einem schönen Körper, direkt eine wunderschöne Reaktion nach oben. Und auf dem Weg nach oben ganz viel Imbalance. Ganz, ganz viel Imbalance.
Und wenn wir jetzt Fibonacci ziehen von unten nach oben, dann sehen wir die ganz vielen verschiedenen Levels im Endeffekt, die wir haben. Und das 71er, 78er und 88er Level, das sind die Levels, wo sich die Banken gerne positionieren, weil das eben diese Discount-Levels sind. Und das in Verbindung mit Smart Money Concepts ist sehr, sehr, sehr mächtig. Ja, gucken uns gleich nochmal an, weil, wie gesagt, es ist einfach ein i-Tüpfelchen im Endeffekt für mich jetzt bei meiner Analyse. Wenn ich sehe, dass meine Imbalance, die ich antargeten will, genau auf dem 78er-Level zum Beispiel liegt, Bombe. Das ist für mich eine On-Top-Confirmation. Und da werden wir auch gleich nochmal auf die Banken-Levels eingehen. Weil da gibt es auch noch mal ein paar Tricks und Tipps, wie man im Endeffekt ja seinen Einstieg perfekt timen kann, also im Prinzip komplett präzise. Ich würde sagen, wir switchen direkt mal zum Chart rüber und gucken uns das Ganze mal ein bisschen live an, wie das Ganze aussieht, was für Konzepte wir auf jeden Fall haben, was für Marktstrukturen wir haben. Sehr, sehr wichtiges Thema. So, was? Yes. Also, das ist das Schaubild, was wir uns gerade eben schon angeguckt haben. Es ist immer dasselbe Spiel. Es ist immer dasselbe Spiel im Endeffekt. Filter den Trend heraus von der Marktstruktur her. Wir haben ganz klaren Abwärtstrend. Das ist das Erste, was man herausfiltern sollte. Ja, wir kreieren hier ein Lower Low, Lower High. Lower Low. Und als nächstes sollten wir wieder ein Lower High kreieren. Ja, um danach das neue Lower Low zu kreieren. Okay, nehmen wir an, wir sind jetzt hier in Higher Timeframes, ein 4-Stunden-Chart oder so. Dann hast du deine Bias und du weißt, okay, meine Bias ist heute bearish zu 100.000%. Wenn du jetzt noch siehst, okay, krass, wir haben hier eine Candle, die vielleicht eine Imbalance, also das war hier vielleicht so ein Aufwärtstrend, hat jetzt hier zum ersten Mal die Struktur gebrochen und hat hier noch eine offene Imbalance geschlossen. Ja. Hast du hier eine Mitigation Candle? Die hat das hier gemitigated. Die hat im Endeffekt die Imbalance hier gefüllt. Bombe. Hat Liquidität, interne und externe. Hier haben wir externe, hier haben wir die interne, je nachdem, aus welcher Range wir das Ganze betrachten. Bombe. Erster Indikator, wo wir sagen: Hey, perfekt. Wir haben hier die Struktur gebrochen. Wir haben Liquidität, innere und externe gegrabt. Wir retracen nochmal. Ja, und bilden jetzt hier oben eine Institutional Candle. Muss jetzt nicht im 4-Stunden-Chart unbedingt sein, weil wir betrachten das jetzt aus der Sicht des 4-Stunden-Charts. Kann auch im 1-Stunden-Chart, im 15-Minuten-Chart sein. Hauptsache, es wurde hier oben nochmal kurz so Liquidität gewonnen. Ja, wir haben so vielleicht eine kurze Seitwärtsphase. Bilden hier oben auf jeden Fall eine Resistance. Machen wir nochmal schöner, dass es auch wirklich deutlich wird. So. Also. Ja, wir hatten hier diesen Aufwärtstrend. So. Und brechen hier jetzt die Struktur. Wir hatten jetzt hier noch eine Imbalance, die offen war. Ja, wie gerade gesagt schon. Bombe. Und jetzt haben wir hier diese Imbalance gemitigated, die externe, interne geholt. Ja, da waren wir ja schon. Haben hier vielleicht nochmal eine Imbalance gefüllt. Und wir sind gerade im 4-Stunden-Chart. Ja, im 15-Minuten-Chart sollte das Ganze dann so aussehen oder im 5-Minuten-Chart. Wenn wir hier oben am Point of Interest sind, ja, wo die Imbalance ist. Kurz Liquiditätsgewinnung. Wir kommen drüber. Das ist unsere Institutional. Und dann kommt der weitere Move, den wir hier sehen. Ja, 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, kleine Consolidation, dass wir hier auf jeden Fall eine Resistance kreieren. Dass wir über die Resistance kurz rauskommen können, weil viele Leute gehen einfach zu früh in die Märkte rein. Zu früh. Okay? Passt. Was passiert danach? Wir fallen. Und das ist so unsere endgültige Confirmation dafür, dass wir jetzt auf jeden Fall bearish unterwegs sind. Wir haben nochmals die Struktur gebrochen. Im Optimalfall haben wir hier unten wieder etwas mitigated. Ja, wir haben hier wieder eine Imbalance oder eine Institutional Candle oder eine Sponsorship Candle gefüllt, einen Orderblock etc. Perfekt, wenn das auch der Fall ist und wir hier hochkommen, retracen innerhalb dieser Imbalance, innerhalb der IC. Perfekt. Und das, was ich jetzt vorher meinte mit Fibonacci, jetzt ziehen wir, weil wir haben hier eine Range, die negativ ist, von oben bis nach unten unser Tool Fibonacci. So, was fällt uns auf? Perfekt. Unsere Imbalance ist on top noch.
hier auf dem 71er und 78er Level. Das heißt, das Setup macht vom Fibonacci-Level her extrem viel Sinn, von Smart Money Concepts extrem viel Sinn und von der Marktstruktur extrem viel Sinn. Das heißt, so kann man ein bisschen abwägen, was ist meine Bias, in welche Richtung will der Markt, wie kann ich da meinen besten Einstieg im Endeffekt timen. Mit Fibonacci und anhand von Smart Money Concepts eigentlich sehr, sehr simpel. Gucken wir uns gleich auch nochmal den Markt an. Auf was ich jetzt noch eingehen will, ist nochmal externe und interne Liquidität innerhalb einer Range, weil man das manchmal verwechseln kann, was jetzt externe Liquidität und was jetzt wirklich interne Liquidität ist. Ja, wir haben ja immer eine Range. Diese Range geht jetzt von hier oben bis hier unten. Alles, was außerhalb dieser Range liegt, ist die externe Liquidität. Wir haben hier drüber externe Liquidität, wir haben hier drunter externe Liquidität. Hier haben wir zum Beispiel, ja, eigentlich ja auch eine Range gebildet, von hier bis hier. Aber wenn so eine Reaktion so mau ist, wie jetzt hier, weil wir hätten nicht, beziehungsweise wenn wir hier mal Fibonacci ziehen, ja, das Ding hätte eigentlich bis mindestens 50% retracen müssen. Hat's nicht. Okay. Man könnte jetzt denken, das ist unsere externe Liquidität. So, wir könnten jetzt denken, das ist unsere externe Liquidität. Von hier, ja, bis hier. Ist aber nicht so. Ist nicht so. Weil wir hier kein richtiges Retracement hatten. Wir haben hier oben noch ganz viel interne Liquidität offen. Ja, wir haben hier garantiert Imbalancen. Vielleicht haben wir hier oben eine Institutional Candle, einen Order Block, haben hier unten vielleicht noch was gemitigated beim Move davor. Und yes, dass man nur versteht, wenn man nur so ein maues Pullback hat, dann ist das nicht deine Range, deine richtige Range. Je nachdem, wie stark das eben ist, dieses Retracement, kann man es dann ein bisschen abwägen, aber darf man nicht verwechseln. Ja. So viel nochmal zur Liquidität, das ist auch wichtig, werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und jetzt kommen wir zu den zwei Szenarien, die wir haben, von denen ich vorhin gesprochen hatte, dass es immer wieder zwei Szenarien gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Smart Money so oft auf einem Break-Even hinauslaufen. Ja, weil überall im Markt haben wir Smart Money Concepts, genau das hier im Endeffekt. Überall im Markt haben wir genau dieses Schaubild. Man muss nur ganz genau hingucken. Aber wir sehen es jetzt hier, es ist exakt dasselbe wie hier. Exakt dasselbe. Jetzt können wir uns hier oben eine IC vorstellen. Hier können wir uns eine Imbalance vorstellen. Hier eine Imbalance. Hier oben die IC. Hier haben wir irgendwas gemitigated. Hier unten haben wir irgendwas gemitigated. Passt perfekt. Jetzt können wir hier unseren Short timen. Und wenn die Liquidität reicht, und darum geht's, reicht diese Liquidität perfekt? Reicht sie nicht? Auch nicht schlimm. Auf jeden Fall kriegen wir hier eine Reaktion. Wir brechen die Struktur perfekt. Der Trade ist bombastisch gelaufen. Wir haben die Struktur gebrochen. Wir können den auf jeden Fall länger halten, long-term halten, aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt die Struktur gebrochen haben. Perfekt, optimal. Was wäre Szenario Nummer 2? So, Szenario Nummer 2 ist das exakt selbe Schaubild. So. Yes. Es ist exakt dasselbe Schaubild, okay, bis hierhin. Alles gleich, wir vergleichen es nochmal. So, alles gleich. Wir haben hier oben Sell-Orders in den Markt bekommen. Wir haben hier unten ja Buy-Orders bei beiden drin, ist ganz klar. Ja, die Institution musste ja auch wieder hier retracen, irgendwo einen Impuls geben, ja, dass der Markt hier hochkommen kann, dass der Markt hier steigt. Vielleicht sind es auch die Privatanleger, je nachdem, kann man so jetzt pauschal nicht sagen. Hier haben wir das Gleiche und wir kriegen ja auch eine Reaktion. Ja, im Optimalfall haben wir hier bei der vorherigen Price Action noch eine Imbalance oder sowas, ja, dass die Buy-Orders auch wirklich Sinn ergeben. Ja, und hier haben wir jetzt dasselbe. Und deswegen sage ich immer, reicht die Liquidität oder reicht die Liquidität eben nicht? Weil in unserem zweiten Beispiel haben wir jetzt im Endeffekt ein anderes Szenario. Ja, wir hatten hier eigentlich einen fetten Short erwartet. Wir haben eine schöne Reaktion bekommen. Alles schön und gut, alles perfekt. Und das wirst du bei Smart Money sehr, 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 sehr oft kriegen. Diese Reaktion. Dann ist nur die Frage, wie verwalte ich den? Wann ziehe ich Break-Even?
und. Ja, das wird aber auch nochmal in den nächsten Tagen ein bisschen besprochen. So, was ist jetzt hier im Endeffekt passiert? Naja, wir sind hochgekommen, haben die Sell-Orders hier geschlossen, die Institution noch offen hat, beziehungsweise die Buy-Orders. Ja, irgendwann musste der Markt ja auch hier hochkommen. Ja, die Institution hat gekauft, um Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Konnte diese Kauforders nicht schließen, ist hier runtergekommen. Ja, das heißt, sie shorten hier oben, haben hier unten gekauft. Ja, all in all sind sie mies im Profit, aber haben hier oben einfach noch diese paar Buy-Orders, die im Minus sind. Was macht die Institution oder die Bank? Weil sie nicht verlieren wird, eine Bank oder Institution wird nicht verlieren. Sie kommt hier hoch, schließt den ganzen Shit, ja, positioniert sich eventuell nochmal mit Shorts, kommt runter und das wäre ja eigentlich der Move, den wir gerne hätten. Aber manchmal will die Bank einfach was anderes sehen oder ich weiß nicht, es passiert im Hintergrund vielleicht irgendwas, was unerwartet war. I don't know. Auf jeden Fall, manchmal läuft es einfach nicht so, wie es geplant war. Und die Institution positioniert sich vielleicht hier für Longs, ja, für Käufe, für Kaufmöglichkeiten. Weil im Endeffekt haben wir hier jetzt auch ein Schaubild von einer höheren Price Action. Irgendwo in Lower Timeframes werden wir hier einen Break of Structure finden auf dem Weg nach oben. Sei es im Minutenchart, sei es im Sekundenchart, irgendwo werden wir einen finden und es wird immer einen Grund geben, warum es eventuell so laufen könnte. Man muss nur genug Timeframes im Endeffekt durchforstet haben. Was jetzt hier aber genau passiert im Endeffekt, ja, sie positionieren sich für Buy-Orders, wir brechen die Struktur nach oben hin und haben damit eine neue Bias. Die Bias, die ist jetzt nicht mehr bearish, sondern bullish. Wieso? Wir haben hier ja, die Struktur gebrochen. Was ist jetzt der nächste Move, den wir erwarten könnten? Runter und wieder hoch. Ganz easy. Und das sind die zwei Szenarien, die wir haben. Deswegen sage ich, wie gesagt, zum dritten Mal jetzt immer, reicht die Liquidität, reicht sie nicht? Das ist was viele bei Smart Money nicht verstehen. Wenn man weiß, wie die Banken traden, dann müsste ich doch nur gewinnen und die ganze Zeit nur Profits machen. Nee, ist nicht so, weil du verstehst, wo die Banken ihre Positionen haben. Aber das heißt nicht, dass das jetzt der nächste große Move für dich sein wird. All in all, wie gesagt, es ist halt sehr oft so, dass wir Break-Evens kassieren. Ist gar nicht verwerflich, weil wir auf dem Weg hier nach unten, ja, wir haben hier, was hätten wir für ein Risk-to-Reward? So, wir hätten einen schönen Risk-to-Reward, also ein 1:4, 1:5. Auf dem Weg hier nach unten ziehen wir natürlich Partials raus. Wir ziehen Partials raus. Deswegen braucht man ein System für Smart Money, das man langfristig traden kann. Ganz, ganz wichtig. Aber im Endeffekt sind das die zwei Konzepte und genau die gucken wir uns jetzt nochmal live im Markt an. Ich denke, ist jetzt auch recht klar, wie man das mit der Bias macht. Bitte Mikrofon aus, Bro. So, jetzt. Genau. Also gucken wir uns das Ganze mal jetzt im Markt an. Ich habe da zwei schöne Szenarien gefunden, vorhin auf ganz spontaner Basis. Yes, das war hier. So. Wenn wir uns das hier jetzt mal angucken, gucken wir mal, was da passiert. So, wir haben eine heftige Bewegung nach oben. Wir haben ganz klar im Stundenchart, wenn wir im 4-Stunden-Chart gehen, ebenfalls die Struktur gebrochen. Liquidität aus dem Markt genommen, perfekt. Aber, wenn ich mir das hier so angucke, haben wir noch offene Targets im Endeffekt. Hier haben wir noch ein Target. Mal gucken, ob wir das erreichen. Nee. So, springen wir mal ein bisschen zurück nochmal. Okay, hier oben hätten wir jetzt noch ein Target, was wir anpeilen könnten für ein Short. Warum? Wunderschön Liquidität hier aus dem Markt genommen. Ja, hier Liquidität aus dem Markt genommen. Wunderschöne Reaktion. Institutional Candle, Imbalance. Haben wir hier vielleicht noch was mitigated? Haben wir natürlich, hier war noch eine kleine Imbalance, mitigated mit dem Move. Perfekt, ein Smart Money Bilderbuch Setup eigentlich. Ja. Was passiert jetzt? So, gehen wir direkt mal in Lower Timeframes. Wir kommen nicht zu dem Point of Interest, den wir gerne hätten. Aber man muss dazu sagen, wir haben gar nichts von der Imbalance gefüllt. Okay. So, das heißt, für uns, wir wissen, der Markt möchte hier oben hin. Diese Liquidität ist noch offen. Wir haben hier drüber
Stop-Losses, wir haben hier drüber Stop-Losses und Breakout-Trader. Wir haben hier drüber Stop-Losses und Breakout-Trader. Also wir haben genug Liquidität eigentlich hier oben vorhanden. So. Ah, shit. Passt. Also, was wäre jetzt das logische Szenario für uns? Wir wissen natürlich, okay, wir wollen nochmal hier oben hin, bevor wir eventuell komplett fallen. Wir wollen jetzt für unsere Buys kaufen. Ja, wir wissen, wir wollen hier oben hin. All in all sind wir, meine ich, bearish. Auf jeden Fall sind wir all in all bearish. Aber es ist ein Intraday-Trade, das heißt, das können wir auf jeden Fall machen. Wenn wir jetzt nochmal hier in Lower Timeframes runtergehen, gehen wir in den 15-Minuten-Chart runter. Was ist ein 5-Minuten-Chart? 3-Minuten-Chart. Ja. Okay, auf jeden Fall haben wir Chart-Wiedergabe, wo das kann nicht verbunden werden. So, hört man mich wieder? Schreibt mal irgendjemand kurz in den Chat. Irgendwie war mein Internet gerade weg, habe ich gesehen. Ganz kurz irgendjemand in den Chat schreiben, ob man mich wieder gut hören kann. Perfekt. Optimal. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, wo genau es geleckt hat, aber ist auch relativ egal. Ja, wir hatten hier diese Imbalance. Wir haben hier die Imbalance, die noch offen ist, die noch offen liegt. Wir haben hier noch eine kleine Imbalance, die auch ebenfalls offen liegt. Gehen wir in den 1-Minuten-Chart nochmal runter. Die Daten reichen. Ja gut, das ist keine Imbalance hier. Das ist aber auf jeden Fall eine Imbalance. Clean. So. Gehen wir wieder in den Stunden-Chart zurück und gucken, was der Markt jetzt macht. Ja, unsere Idee ist jetzt, weil wir sehen hier ja wieder dieses Bilderbuch-Szenario. Unsere Idee wäre es jetzt, wenn wir noch Fibonacci ziehen, so, wäre es hier zu kaufen. Wir sind ganz genau hier zwischen dem 78er und 88er Level. Perfekt. Was wir jetzt machen, um den Entry zu timen, wir suchen uns eine gerade Zahl aus, die 200. Super. So, wir nehmen die 200 als Entry, targeten ganz klar das hier oben an. Unser Stop ist unmittelbar hier drunter. Dann haben wir einen Stop von 27 Pips, kommt clean. So, was macht der Markt jetzt? Er kommt rein, aktiviert unsere Order. Perfekt, optimal. So, Stand jetzt haben wir ein 1:2. Deswegen System. System ist wichtig, sehr wichtig, wie du den Trade verwaltest. In der Theorie hätte man auch echt sagen können, okay, komm, wir packen hier unseren Stop-Loss hin. Das wäre sehr riskant gewesen, ein bisschen riskanter, aber wäre machbar gewesen. Gut, gehen wir davon aus, wir hätten es jetzt hier gehabt. So, dann haben wir jetzt ein 1:2. Super, perfekt. Genau das, was wir wollten. Schönen Start gehabt. Alles wunderbar. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich meine, entweder die Liquidität reicht oder die Liquidität reicht halt nicht. Ja. Und in unserem Beispiel reicht die Liquidität eben nicht. Ja, wir sind hier schön im Profit. Wir sind schon auf Break-Even. Also keine Sorge, wir haben schon lang Break-Even gezogen, haben schon 30% unserer Order rausgezogen. Was macht der Markt jetzt? Naja, er fällt wieder. Warum? Weil die Liquidität einfach nicht gereicht hat. Ist nicht schlimm. Das kommt öfters mal vor, wird öfters mal vorkommen. Wir ändern hier gerade die Buys, die wir hatten. Short-Term-Buys. Die Long-Term-Buys ist immer noch dieselbe. Die Short-Term-Buys ja, ist jetzt momentan eine andere. Gucken wir, was der Markt jetzt macht. Ja, in dem Stundenchart heftige Bewegungen. Hier haben wir eine Imbalance hinterlassen, könnten wir uns gleich nochmal angucken. Ab dem Zeitpunkt hier die Struktur gebrochen, wissen damit, okay, wir können jetzt hier oben oder hier oben irgendwo unseren Einstieg für ein Sell-Time könnten wir machen. Ob er nochmal so hochkommt, ist die andere Frage. Ja, er kommt nicht mehr so hoch. So, das war jetzt das erste Beispiel. Einfach nur, um zu veranschaulichen nochmal, dass
ja, es manchmal einfach nicht reichen kann, obwohl die Trading-Idee perfekt ist. Es ist alles ein super Trade, aber es kommt halt auf ein Break-Even hinaus. So, dann habe ich hier nochmal ein Szenario. Das war ein Trade von ja, letzten Monat, den ich leider verpasst habe. Das wäre nicht von letzter Woche tatsächlich, sogar nicht letzten Monat. Das wäre sehr clean gekommen. Aber gucken wir uns das Beispiel auch mal ganz schnell an, weil es hier ja, exakt dasselbe Konzept im Endeffekt. Also ab hier, schon gerade im Stundenchart, gehen wir mal runter in den 15-Minuten-Chart. So. Was macht der Markt jetzt? Okay. Wir nehmen hier oben die Liquidität aus dem Markt raus. Wir haben hier drei wunderschöne Highs, ja, wo Liquidität drüber liegt. Wir kommen mit diesem Move hier drüber. Warum ist es noch so clean? Ja, hier hatten wir ein Break of Structure. Hier hatten wir ein Break of Structure. Und der Markt ist nochmal hochgekommen. Viele Leute haben zu früh verkauft. Haben ihre Stop-Losses, so wie wir in unserem Beispiel davor, hier hingezogen. Über dem High viel Liquidität, über dem High viel Liquidität. Die Banken denken sich pervers. Da habe ich Bock drauf, da gehe ich rein. Und was passiert jetzt im Endeffekt? Wir kriegen einen fetten Break of Structure. So, keinen fetten, aber wir kriegen auf jeden Fall einen. Wieso? Hier drunter auch extrem viel Liquidität. So, wir haben jetzt die Liquidität gegrabt. Wir haben hier unten vor allem ganz viel Imbalance, die gefüllt werden kann. Das ist perfekt eigentlich, optimal. So, ganz viel Imbalance unten, die gefüllt werden kann. Was ist jetzt unser Szenario? Was hat der Markt gemacht? Perfekt. Der Markt hatte hier im Endeffekt, gehen wir nochmal in Lower Timeframes. Dass man das wirklich richtig gut sieht, in einem Minuten-Chart runter sogar. So, perfekt. Naja, wir hatten hier diesen einen Move, den wir jetzt gerade im 15-Minuten-Chart angeguckt haben. Alles schön, alles clean, Liquidität rausgenommen. Break of Structure, auch hier wieder zu viele Leute, zu früh in den Markt reingekommen. Das heißt, auch hier drüber sind Stop-Losses. Überall über diesen Highs hier sind auch nochmal Stop-Losses, weil viele einfach zu früh für den Short reingegangen sind. Was macht der Markt? Er kommt nochmal kurz hoch. Und jetzt wird es interessant, weil er bildet hier diesen kleinen Trend nach unten. Und Trends, die genau so aussehen, das ist pure Liquiditätsgewinnung. Es ist im Endeffekt gefühlt dafür gedacht, dass Leute verarscht werden. Wenn die Bank am Start ist, dann sieht das Ganze so aus. Und nicht. So, das ist verarscht. Das ist Liquiditätsgewinnung. Stop-Loss hier drüber, Stop-Loss hier drüber, Stop-Loss hier drüber, Stop-Loss hier drüber. Dass irgendwann der kurze Move nach oben kommen kann, die ganze Stop-Losses hittet und dann in die Richtung, wo sie eigentlich hin wollten. Und genau das haben wir hier im Endeffekt. Das ist im Endeffekt der Move, der jetzt gleich interessant wird für uns. Weil wir haben hier, wie gesagt, viel Liquidität drüber, über diesen kleinen Trend im 1-Minuten-Chart. Also nicht extrem viel, aber wir haben Liquidität drüber. Der Markt kommt hier oben hin. Mitigated sogar hier nochmal wahrscheinlich ein Orderblock oder eine Imbalance eventuell. Ja, bestimmt. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, wenn man jetzt in die Sekundencharts gehen würde. Aber so eklig wollen wir jetzt nicht sein. So was könnte man jetzt hier machen. Man könnte jetzt hier sagen: Okay, krass, wir hatten hier diesen heftigen Move nach unten. Wir hatten hier in dem Institutional, die einfach krass Liquidität aus diesem Trend rausgenommen hat. Perfekt. Das Erste, was uns auffällt, gehen wir nochmal in höhere Timeframes. Yes, das Erste, was uns jetzt auffallen würde, so machen das oft Rockumer und Dollary. Die targeten das Letzte hier an. Ich bin nicht so krass der Fan davon. Also kann man auf jeden Fall machen, je nachdem, was die Situation aussagt. Der letzte Buy vor dem Sell. Ja, der hat hier gestartet, das war der Open. Wir könnten jetzt sagen, okay, here we go. Hier nehme ich meinen Short mit. So. Wo könnte der Stop-Loss sein? Ganz klar,
hier über dem High. Wo könnte der Take Profit sein? Ganz klar, hier drunter haben wir ein 1 zu 3. Wir könnten es natürlich potenziell noch viel weiter nach unten verwalten. Aber weil wir hier ganz viel Imbalance haben, wäre es ein 1 zu 5. Was macht der Markt jetzt? So. Kommt hoch. Eigentlich schön. Ja, wir haben hier schön wieder so einen kleinen Trend im 1-Minuten-Chart. Ne, haben wir nicht, aber wir haben auf jeden Fall Liquidität hier drüber, über diesen zwei Highs. Ja, ganz klar. Was macht der Markt jetzt? Ich weiß gar nicht, ob der Trade sogar abgeholt wurde. Ja. Was ist für eine Uhrzeit? 20 Uhr. Es ist halt eine sehr eklige Uhrzeit, muss man dazu sagen. Bin ich nicht der Fan davon, jetzt um 20 Uhr, 22 Uhr da reinzugehen. Aber gucken wir uns die zweite Idee nochmal an. Aber die zweite Idee ist meiner Meinung nach schöner, es so handzuhaben. Weil wir merken jetzt schon, Liquidität, alles Liquiditätsgewinnung. Liquiditätsgewinnung, Liquiditätsgewinnung spielt perfekt in unsere Karten. So, wir haben den ersten Trade hier jetzt. Der zweite Trade bei mir, der war hier oben bei der 925 war es. Aber er wollte letzte Woche nicht. Hat mich nicht abgeholt. Wir haben jetzt hier, jetzt wird es interessant nochmal, stimmt. Wir haben jetzt hier einen Break of Structure bekommen. Hoppala. Jetzt, wir haben jetzt hier einen Break of Structure bekommen und ja, da könnte man jetzt nochmal einen Re-Entry timen. Man sieht schon, wunderschön. Aber insofern war es das für heute. Das war Tag 2 von dem Bootcamp. Ich hoffe, ihr konntet heute auch wieder ein bisschen was mitnehmen und insofern sehen wir uns dann morgen. Ciao, ciao.